Wie konnte eine Periode des amerikanischen Kinos zu einem der bedeutendsten Stilrichtungen der Filmhistorie avancieren, die noch zwei nachfolgende Generationen von Filmemachern wie Roman Polanski, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Claude Chabrol, Quentin Tarantino und viele andere Regisseure beeinflusste? Robert Siodmarks Werdegang zu einem der bedeutendsten Regisseure des Film Noir in Hollywood soll darüber Aufschluss geben. Robert Siodmark war ein deutscher Filmregisseur und Filmproduzent. Geboren wurde er am 8. August 1900 in Dresden als Sohn eines polnischen Juden mit amerikanischer Staatsbürgerschaft. Sein Vater Ignaz Siodmark war in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Dort kam er als Kaufmann zu etwas Geld und kam 1899 nach Deutschland zurück. Im Jahre 1902 wurde Robert Siodmarks jüngerer Bruder Kurt geboren. Bereits während Roberts Gymnasialzeit in Dresden spielte er kleine Rollen am staatlichen Schauspielhaus. Er nahm Schauspielunterricht bei Erich Ponto, einem deutschen Schauspieler. Im Jahre 1921 arbeitete er als Bankangestellter bei verschiedenen Dresdner Banken. Die Währung zum damaligen Zeitpunkt war die Goldmark. Bedingt durch die Inflation musste er nach kurzer Zeit aufgeben. Dann arbeitete er als Verleger und gründete 1924 die Illustrierte Das Magazin, welche auch heute noch existiert. Er beginnt als Übersetzer von Zwischentiteln und stellt von 1927 bis 1928 als Cutter für den Regisseur Harry Peel Schnittversionen älterer Filme her. Zur damaligen Zeit mussten die Filmrollen noch per Hand an einem Schneidetisch geschnitten werden. Nebenbei war er bei der von seinem Onkel Heinrich Nebenzahl geleiteten Nero Film in Berlin als Regieassistent tätig. Danach widmete er sich der Arbeit als Filmautor und Cutter. Sein Regiedebüt gab Robert Siodmark zwischen 1929 und 1930. Mit dem dokumentarischen Spielfilm Menschen am Sonntag, den er auch selbst schreibt und produziert. Er ist also Drehbuchautor und Regisseur zugleich. Als Co-Regisseure und Co-Autoren waren vier Personen tätig. Zum einen sein zwei Jahre jüngerer Bruder Kurt, zum anderen Edgar Georg Ulmer, Brett Zinnemann und er selbst. Das Dokumentarwerk wurde streng realistisch dargestellt. Die Vossische Zeitung schrieb am 5.2.1930, der beste deutsche Spielfilm. Auf keiner der vielen Bestenlisten der Filmgeschichte fehlt er. Bereits zu Lebzeiten Siodmarks war er zum Mythos geworden. Mit dem Film Menschen am Sonntag wurde er 1929 einer der wichtigsten Vertreter der neuen Sachlichkeit in Deutschland. Der Film zeigt 24 Stunden aus dem Leben einer Gruppe von Berliner Arbeitern, die sich selbst spielen. Er beeindruckt vor allem durch die authentische Darstellung des Angestelltenmilieus der 20er Jahre. Erzählt wird über ein Sommerwochenende in Berlin. Das Neue ist, dass die Leute beim Schwimmen gezeigt werden. Man verlässt die Salons. Die Kamera filmt tief über dem Wasser. Eine Nähe von Poesie und Banalität wird geschaffen. Der Charme des Films ist seine Unbekümmertheit. Ein Märchen für Erwachsene. Der Film galt als herausragendes Werk der Stummfilm-Avantgarde. Durch ihn erhält er 1929 einen Vertrag bei der UFA, die er aber 1932 enttäuscht verlässt, weil er bewusst übergangen wurde. Aber sprechen Sie doch ruhig laut, Herr von Haller. Das Kind schläft ja schon. Siodmarks letzter Film, Brennendes Geheimnis, wird zunächst in den Kinos gezeigt, aber innerhalb kurzer Zeit von den regierenden Nationalsozialisten zurückgenommen. Ah. Ein Junge muss um 9 Uhr schlafen gehen, drum musst auch du um 9 ins Bett gehen. Denn dann
ist Mama für mich alleine da. Denn du bist nur ein Kind, verstanden? Diese Zensur fällt in die Zeit des Brandes des Berliner Reichstagsgebäudes. Die darauf folgende Reichstagsbrandverordnung war eine entscheidende Etappe in der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. Die Gefängnisse waren bald überfüllt. Täglich kamen neue Häftlinge hinzu. Politische Häftlinge wurden nun in improvisierten Haftorten gefangen gehalten. So entstanden die frühen Konzentrationslager. Siod Marx entscheidet sich für die Flucht aus Deutschland, weil er jüdischer Abstammung war. Sein Weg führte ihn 1933 nach Paris. Bis 1936 arbeitete er dort für Seymour Nebenzahls Nero Film. Sein Film La Vie Parisienne wurde 1936 ein Flop. Größter Publikumserfolg dieser Schaffensperiode wurde 1939 der Film Mädchenhändler, Piège, mit Maurice Chevalier, Marie Dea und Erich von Stroheim. 1939 begann der Zweite Weltkrieg. 1940 emigrierte der Regisseur in die USA. Während der Zeit seines Exils in Hollywood drehte er einige Klassiker des Film Noir. Die klassische Periode des Film Noir oder auch schwarze Serie dauerte von 1941 bis 1958. Die Beleuchtungsart, der Low-Key-Stil, wird benutzt, das heißt äußerst sparsam eingesetztes Licht, um eine Spannung aufzubauen in Szenen, die sehr kontrastreich sind. Der Zuschauer kann sich gerade noch orientieren. Dieser Stil, der im Film Noir Verwendung fand, baut auf den Erfahrungen der expressionistischen Filme der ersten Hälfte der 1920er Jahre in Deutschland auf. Die kurze Ära des expressionistischen Films verhalf den deutschen Filmproduktionen zur Weltgeltung. Sie beeinflusste darüber hinaus die Lichtgestaltung der internationalen Filmproduktionen. Lotte Henrietta Eisner, eine Kunsthistorikerin in der Weimarer Republik, machte die Beleuchtung für den nachhaltigen Erfolg der klassischen deutschen Stummfilme verantwortlich. Sie spricht vom berühmten Helldunkel und zieht Vergleiche zur Tradition der Helldunkelmalerei eines Leonardo da Vinci oder Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ein herausragender expressionistischer Stummfilm von 1921 ist Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Von Friedrich Wilhelm Murnau. Er ist die Mutter aller Vampirfilme. Murnau arbeitet gezielt mit bedrohlichen Schatten, um die Spannung zu steigern. Der Zuschauer sieht nicht den blutaussaugenden Nosferatu, sondern nur seinen bedrohlich wirkenden Schatten, der sich über seine Opfer beugt. Die Zuschauer nehmen die Bilder mit in ihre Albträume. Von einer niedrigen Kameraposition aus zur Person aufblickend macht diese groß und mächtig. Die extreme Untersicht führt dazu, dass sich der Betrachter klein und hilflos fühlt. Die Froschperspektive birgt eine ungeheure suggestive Kraft in sich. Ein dramatischer Blickwinkel betont den emotionalen Gehalt der Szene. Die geschickte Kamera- und Lichtführung findet sich in den pessimistischen und finsteren Kriminaldramen Hollywoods wieder, in sogenannten Film Noir. Die aus Deutschland geflüchteten Regisseure wie Robert Siomark, Billy Wilder, Otto Preminger, um nur einige zu nennen, und insgesamt 500 Filmschaffende bringen ihr Wissen und Können, um den gruseligen Licht- und Schattenstil in die amerikanischen Kriminaldramen ein. So kam es zur Vermischung von amerikanischer und deutscher Kino- und Kulturgeschichte. Robert Siodmarks Klassiker des Film Noirs sind beispielsweise Phantom Lady 1944, Thank you.
Die Wendeltreppe 1945, Übeltäter. Dauernd stolpert man über ihn. Du dummes Tier, du. Strolchst den ganzen Tag draußen rum. The Killers, 1946. Was soll ich denn bloß machen? Du kannst ja auch Polizist werden. Polizist? Na, furchtbar. Na, so furchtbar ist das gar nicht. Du kriegst später deine Pension und verdienst im ersten Jahr 2500. 2500? In einem Jahr? Das habe ich manchmal in einem Monat verdient. Und mehr. Danach haben wir uns nur noch selten gesehen. Und gewapptes Alibi 1949. In dem der spätere Filmstar Tony Curtis seinen ersten Leinwandauftritt hatte. Aber auch Abenteuerfilme wie Der Rote Korsar 1952 mit Burt Lancaster. Alle Mann an Deck! Setzt alle Segel! Kommt näher, meine Freunde, kommt näher! Ihr seid zur letzten Reise des Roten Korsaren geschangert worden. Schiff an Steuerbord! Schiff an Steuerbord! In Hollywood wurde der Filmmacher Robert Siodmarks zu einem der bedeutendsten Regisseure des Film Noir. Der 1957 von ihm auch produzierte Spielfilm Nachts, wenn der Teufel kam mit Mario Adolf gilt als sein bestes Werk und erzielt zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, darunter auch eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film. Der Film behandelt den Fall des angeblichen Serienmörders Bruno Lüttke vor dem zeithistorischen Hintergrund des Nationalsozialismus. In den Jahren 1964 und 1965 führte der filmschaffende Regie in drei von Arthur Brauner mit Lex Barker produzierten Karl-May-Filmen. Der Schatz der Azteken 1965. Rosita, mein Kind. Da bist du ja. Vater! Ach, ich bin fast gestorben vor Angst. Ihr fahrt nie wieder ohne Begleitung. Gestatte Sie, Andreas Hasepfeffer, Intimstoffrollen von berühmter Herr Dr. Sternau. Mir habe in gemeinsamer, gescheiter Disposition die grässliche Chichimex sozusagen mit Schwung erledigen können. Ja. Wer hält mich denn da fest? Bitte, mal. Die Starle, die stecke da, wo es am meisten wehtut. Herr Docher wird Sterne aus dem Weg räumen und uns helfen, den Schatz zu finden. Und die Pyramide des Sonnengottes, 1965. Mein lieber Alfonso, versuch zu begreifen, wer das Gold hat, hat auch die Frau.
Das Aztekengold? Ein ziemlich hoher Preis für eine Frau. Siodmak lebte seit 1955 in Ascona im Schweizer Tessin. Seine Frau Bertha Babs, die er am 16. November 1933 in Paris geheiratet hatte, starb am 20. Januar 1973. Wenig später, am 10. März 1973, erlag Robert Siodmak, mittlerweile vereinsamt und alkoholkrank, im Alter von 72 Jahren in Locarno in der Schweiz einen Herzinfarkt. Junge französische Filmkritiker erkannten zuerst die große Bedeutung der Filme der schwarzen Serie. Künstlerisch gesehen wurde der Film Noir von den Filmen des deutschen Expressionismus stark beeinflusst. Scharfe Helle, Dunkelkontraste und verzerrte Kameraperspektiven lassen die Zuschauer erstarren. Robert Siodmak trug maßgeblich zum Erfolg der Filme der schwarzen Serie bei. The return.